Hallo, am 7., 8. und 9. September findet in Dortmund im Revierpark Wischlingen das 20. UZ-Pressefest statt. Die Linksfraktion im Bundestag ist auch da wieder mit mehreren Veranstaltungen im Zelt der Linken vertreten und ich freue mich drauf, eine Veranstaltung zu moderieren zum aktuellen Pflegestreik in den Krankenhäusern. Die Missstände in der Pflege sind bekannt. Der Personalmangel gefährdet die Gesundheit nicht nur der Patientinnen, sondern auch der Beschäftigten. Und wir haben eingeladen eine Gewerkschaftssekretärin von Verdi im Fachbereich Gesundheit, die auch Krankenschwester ist. Eine Krankenschwester, die heute im Landtag von Sachsen sitzt und dort gesundheitspolitische Sprecherin ist. Und Streikende aus den Unikliniken Essen und Düsseldorf, die schon seit Wochen für eine verbindliche Personalbemessung streiken. Wir wollen darüber reden, wie die aktuelle Situation des Streiks ist und auch, wie die Perspektive weiterhin sein wird und vor allen Dingen auch darüber, wie wir die Streikenden unterstützen können. Und ich freue mich darauf, wenn viele von euch kommen und mitdiskutieren und wir die Kampagne zur Pflege unterstützen können und auch damit vielleicht dazu beitragen können, dass es bald zu einer verbindlichen Personalbemessung kommt.